Notebooks, PCs und Hardware ist die Überschrift zu unserer Sendung, liebe Zuschauer. Aber richtig viel Sicherheit, das ist eigentlich drin in dieser Sendung. Und ich habe mich jetzt gerade auch im Vorfeld zu dieser Sendung auch nochmal mit der Redaktion zusammengesetzt, habe auch selber nochmal ein wenig im Internet recherchiert. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin ein Stück weit schockiert, wenn man so die aktuellen Zahlen zu lesen oder zu hören bekommt, wie das auch im Jahre 2016 wieder mit Einbruchsstatistiken aussieht. Ich habe da mal einen kleinen Ausdruck für Sie vorbereitet, und zwar direkt von der Polizei. Einbruchstatistik von der Polizei, dein Freund und Partner. Um diese Werte geht es. Ich halte es mal so dahin, dass wir vielleicht mal mit der Kamera drankommen können. Erschreckend sind die Werte alleine noch aus 2015. Und glauben Sie mir, das ist 2016 nicht besser geworden. Wir haben eine Steigerung um fast 10%, wenn es um die Wohnungseinbrüche geht. Hier mal so ein Querschnitt aus dem Jahr, wann geht das los? Jetzt brauche ich meine Brille hier. 2005 bis Ende 2015. Sie sehen selber, was dieser Chart ganz einfach aussagen möchte. Wir haben also mehr oder weniger eine Steigerung, wenn ich hier mal gucke, von 35 auf fast 45%, da sind wir bei den 10%. Und das bedeutet in Zahlen ausgedrückt, alleine im Jahr 2015 gab es knapp 170.000 Einbrüche mehr als noch im Jahr 2014. Jetzt weiß ich, das Jahr 2016 ist noch nicht ganz rum, aber die aktuellen Statistiken aus dem ersten Halbjahr geben erschreckende Daten weiter. Sie haben wahrscheinlich auch vor kurzem mal den Herrn de Maizière gehört, wie er über das Thema Einbruchstatistiken und dergleichen referiert hat. Da wirkt einem Angst und Bange. Theoretisch gesehen wird alle 2-3 Minuten bei uns in Deutschland ein Einbruch verübt. Häufig auch durch Banden. Ja? Und wenn man sich anschaut, dass so ein Einbruch in der Regel nicht länger als 5 oder 10 Minuten dauert und ratzfatz ist ihre Rolex, ein Erbstück von ihrem Opa vielleicht noch mal eben kurz, auf Nimmerwiedersehen verschwunden, sind diese wunderschönen Schmuckstücke, die vielleicht nicht so diesen hohen materiellen Wert haben, aber diesen ideellen Wert mitbringen, ganz einfach unwiederbringlich verschwunden. Dazu ist die Wohnung verwüstet, die Tür kaputt. Nachts um 3 stehen ihnen die Beamten in der Wohnung. Das ist schrecklich. Und übrigens, wenn wir auf der anderen Seite mal gucken, ganz kurz noch ein kleiner Nachtrag, wo am häufigsten eingebrochen wird, da ist Nordrhein-Westfalen und natürlich auch im oberen Teil Schleswig-Holstein ganz vorne mit dabei. Also wenn man das mal so sieht, schrecklich, gerade hier so der Westen, klar. Da sind wir natürlich auch in Anbindung an Holland, an Belgien, an die Benelux-Staaten, also diese ganzen Geschichten jetzt hier. Das heißt also, potenzielle Langfinger sind auch rucki-zucki mal über die Grenze verschwunden. Was tut man? Man kann ja nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben, man kann ja nicht den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, nur um irgendwie zu gucken, dass man seine Wertgegenstände irgendwie greifbar hält. Irgendwann möchte man mal Urlaub machen. Irgendwann muss man einkaufen gehen. Irgendwann will der Hund mal raus. Irgendwann müssen die Kinder von der Schule abgeholt werden. Und genau das ist der Moment, auf den ein Langfinger wartet, um bei Ihnen zu Hause einzusteigen und die Sachen zu klauen. Wissen Sie was? So eine Überwachungsanlage muss gar nicht unbedingt immer gleich ein Vermögen kosten. Und wenn Sie ein Smartphone haben oder einen Tablet-Computer haben, dann ist es ohne weiteres hier schon für 56,91 € möglich für eine absolut ausreichende Maßnahme an Sicherheit zu sorgen. Schauen Sie mal hier. Wir haben jetzt hier eine unserer HD-Überwachungskameras integriert. Die stellt man einmal hin. Standfuß natürlich entsprechend mit dabei. Man kann das Ganze so ausrichten, dass es hervorragend passt. Das heißt hier also auch vom Winkel ganz einfach einstellen. Man kann theoretisch gesehen auch hier unten drunter mal ein Stück Doppelklebeband machen. Das Ganze auch mal unter der Wand oder mal irgendwo an der Wand befestigen. Da gibt es also keine nennenswerte Grenze. Und Sie sehen da schon, dieses Bild hat eine fantastische Qualität. Das ist die HD-Auflösung, die wir hier haben, mit 1280 mal 720 Pixel pro Quadratzentimeter. Und das garantiert Ihnen natürlich auch einen fantastischen Blick in das eigentliche Geschehen, damit Sie wissen, wann etwas passiert jetzt hier in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus, wann ein potenzieller Einbrecher versucht, sich da gerade an Ihrer Schreibtischschublade zu verdingen, um da an die Erbstücke ranzukommen oder an die Geldkassette ranzukommen, wo Sie Ihr Bargeld lagern, ja, müssen Sie natürlich irgendwo informiert werden. Und genau das passiert. Sobald der Bewegungsmelder hier bei dieser Kamera eine Bewegung registriert, werden Sie also entsprechend per Information auf Ihrem Smartphone bzw. auf Ihrem Tablet-Computer darüber informiert. Da käme jetzt hier, wenn wir jetzt mal das normale Startbild hätten, Achtung bitte, ja, Kamera hat gerade ausgelöst. Und sobald Sie auf OK drücken, erscheint hier in dem Fall das Live-Bild.
Dadurch, dass das Ganze über das Internet funktioniert, ist es egal, ob Sie sich bei Ihrem Nachbarn gerade aufhalten, wenn die Kamera gerade einen Einbrecher, einen potenziellen Einbrecher registriert, oder ob Sie gerade in Australien irgendwo am Great Barrier Reef am anderen Ende der Welt sitzen. Sobald Sie die Nachricht sehen, ping, Achtung bitte, Bewegungsmelder der Kamera ist ausgelöst worden, können Sie nachschauen, was denn eigentlich Sache ist. Im schlimmsten Fall sieht man auf diesem Bild jetzt hier in dieser hochauflösenden Qualität einen Langfinger mit Strumpfmaske über dem Kopf und einem Brecheisen in der Hand, ja, der gerade versucht, sich da irgendwo an ihrem Eigentum zu verdingen. Jetzt haben wir den Kontakt ein Stück weit verloren. Gehen wir noch kurz zurück. Mal schauen, ob ich ihn wiederfinden kann. Unser Netz macht uns heute ein bisschen zu schaffen. Das hat also weniger etwas mit der Kamera zu tun, aber das kriegen wir gleich wieder hin. Ich versuche es nochmal einzurichten. Sekunde, er kalibriert sich gerade wieder auf das eigentliche Kamerabild. Ja. Wir waren stehen geblieben, da haben wir es wieder. Wir waren stehen geblieben. Jetzt ist er wieder weg. Sekunde. Machen wir gleich. Ja, wie gesagt, unser Netz macht uns heute ein bisschen zu schaffen. So, wir waren stehen geblieben bei dem Punkt, dass man natürlich eventuell genau diesen Einbrecher vor der Flinte hat. Und glauben Sie mir eins, wenn er das Bild, wenn er die Kamera sieht, ist es schon zu spät. Denn Sie speichern natürlich jetzt hier direkt auf einem Speicherstick, auf der Kamera, noch besser natürlich so, dass es der Einbrecher einfach nicht mitnehmen kann, um sämtliche Beweise zu vernichten, direkt auf dem Speicher Ihres Smartphones bzw. Ihres Tablet-Computers. Das ist natürlich die einfachste Variante. Wir hatten das Thema in den letzten Tagen mit diesen ganzen Geschichten im Bereich des Terrors und so weiter. Da sind natürlich viele hingegangen und haben das Ganze, die ganze Situation auch gerne mal mit dem Handy gefilmt, und das hat der Polizei nicht ganz so gut gefallen, weil dieser Livestream natürlich dann auch im Internet zu sehen war. Grundsätzlich ist es so, dass die Polizei aber sagt, solche Aufnahmen sind super, vielleicht auch ganz einfach mal zur Beweisführung dann nach einer solchen Tat. Gleiches verhält sich hier mit so einer Aufnahme einer Überwachungskamera. Selbst wenn Sie den Dieb, den Einbrecher nicht gleich festhalten können oder nicht gleich verhaften lassen können, ist es dann trotzdem ganz einfach so, dass Sie zumindest bei der Ermittlungsarbeit der Polizei mit Ihrer Videoaufnahme behilflich sein können. Geht übrigens auch in der Nacht mit Infrarot-Nachtsicht. Lautsprecher, Mikro ist auch mit dabei. Zwei-Wege-Kommunikation. Sie können also gerne auch mal einen potenziellen Einbrecher ansprechen und sagen, hör mal, mein Freund, du lässt jetzt besser mal die Finger von meinen Wertsachen und verschwindest schnell. Die Polizei ist informiert. Was glauben Sie, wie schnell der aus Ihrer Wohnung verschwunden ist? Also eine ganz tolle Angelegenheit und vor allen Dingen überschaubar. Keine 60 Euro teuer mit der NX 4214 und der 569, natürlich mit Bewegungsmelder, mit gestochen scharfer Bildqualität, all das, was da eine Rolle spielt, ist natürlich hier in dieser Einstiegskamera schon mit integriert. Ein vernünftiges WLAN sollten Sie zu Hause haben, sonst macht das Ganze natürlich nicht wirklich Sinn. So, jetzt habe ich wieder Nachrichten von meiner Frau bekommen, die schaue ich mir aber später an, liebe Zuschauer. Ich möchte ganz gerne mal wissen, und da können Sie gerne mal parallel mit dazu schauen, was gerade bei uns in der Redaktion so im Einzelnen passiert. Denn gerade vor dieser Sendung habe ich mit einem Kollegen zusammen aus der Redaktion spaßeshalber einfach mal die zweite Kamera installiert. Und jetzt können wir mal live reinschauen in unsere Redaktionsräumlichkeiten. Sie sehen natürlich jetzt hier unseren Produktverantwortlichen, den Tim. Den haben Sie gelegentlich schon mal auf den Scootern gesehen. Der hilft uns immer hier auch in den Sendungen. Ist ein sehr, sehr emsiger Mitarbeiter. Und an dieser Stelle da vorne, da sitze ich. Das ist mein Arbeitsplatz. Ja. Das habe ich mal überlegt. Ich glaube, ich habe ein Schokocroissant liegen lassen. Ja, mal gucken, ob das gleich noch nach der Sendung da ist. Wenn es nicht mehr da sein sollte, liebe Kollegen, weiß ich ganz genau, wer es denn von euch geklaut hat. So weit, so gut. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte ganz gerne vom Bild her noch mal ein Stück weit rüber. Ja, das ist das Netz, was ein bisschen schwierig ist. War das der Toni? Ja, ne? Ja. Ich kann natürlich diese Kamera jetzt hier auch ohne weiteres steuern, liebe Zuschauer. Das heißt, ich kann die Kamera, die jetzt hier bei uns in der Redaktion steht, jederzeit vom Winkel her nach oben, nach unten versetzen. Ich kann sie nach links und nach rechts zeigen lassen. Und das kann ich von jedem Punkt der Welt tun, vorausgesetzt, ich habe einen vernünftigen Internetempfang. Sie können grundsätzlich hier eine Gratis-Applikation, eine Gratis-App für Ihr Smartphone, für Ihr iPhone, das ist ein 6S zum Beispiel hier im entsprechenden Shop, runterladen. Wie gesagt, das gibt es gratis, aber auch die ganzen Android-Betriebssysteme, die Samsung Galaxies, die Huawei, die Sony Ericssons dieser Welt, haben natürlich auch die passende Applikation von 7Links. Und dann können Sie ganz einfach mal hier, direkt von Ihrem Smartphone, von Ihrem Tablet aus die Kamera in Ihrem Zuhause oder dort, wo Sie sie integrieren möchten, steuern. Gleiches gilt aber auch mal für einen Computer, das heißt für den eigentlichen Browser. Das heißt, wenn Sie da mal, jetzt haben wir dazwischen geschaltet, wenn Sie da also mal irgendwo im Urlaub sind und Sie haben jetzt
auch mal das Telefon oder ihr Handy irgendwo mal im Safe, im Zimmer. Aber in der Hotellobby steht ein internetfähiger Rechner. Dann gehen Sie mal kurz ran, geben die entsprechenden Daten ein. Mit Passwort ist das Ganze natürlich geschützt, denn Sie greifen ja auf Ihr Netzwerk zu Hause zu, in das die Kamera integriert wird. Dann können Sie auch da ganz einfach mal schauen. Selbstverständlich hat auch unsere zweite Sevenlinks-Kamera, über unsere Überwachungskamera, nicht nur eine Wahnsinnsbildqualität. Wir haben es gerade selber schon gesehen. Das ist schon spitze, wenn ich hier mal so reinschaue. Ich sehe dich. In die falsche Richtung. Moment, gehen wir mal hier ganz zurück. So. Das ist der Manuel Becker übrigens gerade. Der hat seinen Arbeitsplatz, ich glaube, einen halben Meter neben der Kamera. Gehen wir mal rüber. Das geht normalerweise flüssiger, wie gesagt. Also heute macht unser Netz nicht ganz so mit. Aber ich denke, es ist trotzdem zum Zeigen sehr, sehr interessant. Ich denke, in den Ballungsraumzentren, wo häufig eben diese Einbrüche stattfinden, ist das Netz sicherlich mein Vielfaches ausgereifter. Selbst wir bei uns auf dem Dorf haben mittlerweile eine stabile 25.000 Leitung. Und der Andreas Zanger aus der Redaktion, den haben Sie gerade gesehen. Die Bilder natürlich jederzeit zu speichern. Das ist wieder unser Tim. Ja. Die Bilder jederzeit zu speichern, entweder auf dem Speicher Ihres Smartphones oder gerne auch auf einem Speicherstick in der Kamera selber. Bitte, das macht natürlich nur wenig Sinn. Wenn jetzt ein potenzieller Einbrecher diese Kamera sieht, der wird wahrscheinlich versuchen, die irgendwie von der Wand zu reißen und irgendwie den Speicher zu entfernen. Insofern, wenn Sie den Speicher nicht mehr haben und nicht anderweitig gespeichert haben, ja, Herr Andreas, ja, dann ist es natürlich super, wenn man die Bilder eben auch parallel dazu hier nochmal auf dem Smartphone hat. Und ich denke, da sollte genügend Speicher zur Verfügung stehen. Denn sowas wie jetzt hier, diesen Delinquenten hier, unseren Herrn Zanger jetzt hier, der mal eben die halbe Redaktion leer räumt, ja, den möchten Sie vielleicht dann doch ganz gerne mal vom Foto her, von den Videomitschnitten auch gerne mal an die Polizei weitergeben, um Sie in der Ermittlungsarbeit zu unterstützen. Können Sie ohne weiteres machen, vorausgesetzt, Sie haben natürlich die Bilder hier gespeichert. Selbstverständlich, liebe Zuschauer, verfügt auch unsere zweite Sevenlinks-Kamera jetzt hier, unsere Indoor-Kamera, genauso wie die erste auch. Ist die Diana oder ist das die Vivian? Ist die Vivian, ne? Ja, ganz genau. Ja, ja, ja. Ihr seid gleich dran, Liebelein. Viertelstunde Geduld noch bitte. Ja? Aber ihr seid schon auf dem Weg Richtung Studio. Das beruhigt mich. Bitte, beide Kameras sind natürlich so ausgestattet, dass man sie speziell für den Innenraum einsetzen kann. Wenn Sie mich persönlich fragen, im Vergleich zu knapp 60 Euro für das erste Modell, reden wir jetzt von knapp 95 Euro. Ich würde das zweite Modell nehmen, weil Sie da eben jederzeit vom Smartphone, vom Tablet aus oder auch gerne mal vom PC, also vom Browser aus, egal ob Sie einen Explorer nehmen oder an Google oder von mir ist ein Firefox, spielt keine Rolle. Ja. Da ganz einfach also auch mal vom Rechner in der Hotellobby aus jederzeit mal eben in das Live-Bild reinschauen können. Haben wir natürlich auch hier als Zwei-Wege-Kommunikation, das heißt Mikrofon und Lautsprecher sind hier bereits integriert. So dass man also jederzeit auch dann, wenn Sie zum Beispiel auch per E-Mail darüber informiert werden, Achtung bitte, der Bewegungsmelder der Kamera hat bei dir zu Hause ausgelöst, in der Lage mal eben kurz reinzusprechen. Und was glauben Sie mir, wenn ein Langfinger da irgendwo in den späten Abendstunden da versucht, gerade ihrer Wertsachen habhaft zu werden und auf einmal hört der ihre Stimme, ja, und sagt ihm, pass mal auf, mein Freund, du kannst jetzt hier mal ganz schnell das Weite suchen, sonst klicken in zwei Minuten die Handschellen, die Polizei ist informiert. Was glauben Sie, wie der sich zu Tode erschreckt und möglichst schnell das Weite sucht, ja? Also das war eine ganz tolle Angelegenheit. Vielleicht hat die Kamera aber auch nur deswegen ausgelöst, weil vor ihrem Fenster im Einzugsbereich des Bewegungsmelders die Katze vom Nachbarn lang geschlendert ist. Hat eine Feldmaus gesehen, ist hinterher gesprintet und das hat den Bewegungsmelder ausgelöst. Ja? Es macht also ohne weiteres Sinn, hier vielleicht zunächst einmal ganz einfach auf das Bild zu schauen und zu gucken, was ist da Sache, bevor Sie ein Großaufgebot der Polizei da zu sich nach Hause bestellen und sagen, da versucht gerade ein Langfinger, mich da irgendwie zu beklauen oder was. Ja, und da ist es unterm Strich nur die Katze gewesen. Insofern macht so eine volle Kontrolle ganz einfach Sinn. Liebe Zuschauer, solche Überwachungsmöglichkeiten sind einfach nur Spitzenklasse. Ich bin natürlich viel unterwegs. Meine Frau und mein Sohn sind häufig dann also auch alleine zu Hause. Liebe Langfinger, falls ihr jetzt direkt mal nachschaut, Carsten Ruhland, wo wohnt der Typ? Ich habe umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen. Und zwar in zwei, beziehungsweise mittlerweile auch in drei Verteidigungslinien sozusagen. Das fängt hinten bei uns im Garten natürlich an. Da sind diverse Bewegungsmelder, die natürlich auch sofort die entsprechende Aufnahme und den entsprechenden Alarm auslösen. Das geht bis in die Wohnung mit hinein. Das heißt, also da muss man schon mehr oder weniger Houdini heißen, um da bei uns unbemerkt und ohne Alarm auszulösen überhaupt in die Nähe meiner Frau oder meines Sohnes zu kommen. Ja, wir arbeiten hier bei einem Unternehmen, die mit Überwachungstechnik unter anderem groß geworden sind, neben Computerkomponenten, und dass ich da nichts dem Zufall überlasse, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Aber für mich war es ganz wichtig, eben nicht gleich ein paar hundert, ein paar tausend Euro auszugeben. Ich weiß beispielsweise, dass meine
Eltern damals auch schon versucht haben, das erste Haus von uns entsprechend mit Überwachungsmöglichkeiten dann auch zu sichern. Ja? Das war ein Vermögen, was mein Vater dann damals dafür bezahlt hat. Mittlerweile sind solche Möglichkeiten nur wirklich überschaubar von dem finanziellen Einsatz. Wir reden hier von 94,91 €. Und wenn ich mir hier die Ausstattung so anschaue, das Sichtfeld im horizontalen Bereich lässt sich ohne weiteres um 300 Grad einstellen. Also bestimmt einmal komplett durch den ganzen Wohnraum. Super natürlich, wenn Sie es ein bisschen oberhalb anrichten, auch gerne an der Wand befestigen. Ist ja in Ihrem WLAN integriert, dann können Sie so den ganzen Raum ein bisschen überblicken. Wir haben natürlich auch den vertikalen Winkel um 115 Grad, also auch mal nach unten, nach oben schwenken, überhaupt kein Thema. Auch mal zum Dachfenster zum Beispiel, falls es da einer versucht. 70 Grad Blickwinkel, das heißt hier nicht einfach nur auf einen Punkt ausgerechnet, sondern den ganzen Raum perfekt im Blick. Und das Ganze auch mit 9 Infrarot-LEDs ausgestattet, mit 8 Meter Reichweite. Bewegungsmelder, 2 Wegekommunikation, alles komplett mit dabei. Und natürlich auch entsprechend die Software mit integriert. Funktioniert bei allen Windows-Rechnern, aber auch bei den Mac-Rechnern, bei den MacBooks natürlich im Laptop-Bereich. Aber eben auch mit Smartphone und mit Tablet, egal ob Apple-Gerät oder Samsung oder ein anderer Hersteller, iOS und Android gleichermaßen hervorragend zu benutzen. Das Ganze für noch nicht mal 95 €. Eine super Angelegenheit, auch unabhängig von der Urlaubszeit, mit der PX 3760 und der 569. Jetzt reden wir mal über eine Variante, liebe Zuschauer. Das mache ich mal wieder zu. Ja, mein Schokocroissant liegt noch da, das beruhigt mich sehr. Können wir schon mal aufmachen, das sind gleich in 10 Minuten. Sind wir soweit, dann habe ich mich richtig Appetit. Jetzt sind wir in einem Bereich angekommen, liebe Zuschauer, der einfach sensationell ist. Und das ist eine Anlage, die also auch bei mir zu Hause den Einsatz gefunden hat, mit der Variante mit 4 Kameras, liebe Zuschauer. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist einfach nur Spitzenklasse. Denn für 379,91 € haben Sie hier ein Maximum an Sicherheit für einen Minimum an finanziellem Einsatz. Schauen Sie mal, das hier, das ist die eigentliche Zentrale. Das ist so ein bisschen von der Optik her, von der Herangehensweise wie so ein Tablet-Computer, wie so ein iPad zum Beispiel jetzt hier, nur wesentlich leichter. Und hier habe ich natürlich jetzt das Kamerabild von allen 4 Kameras. Wir bieten Ihnen 2 Sets an. Das erste Set für 380 € knapp, die Zentraleinheit mit 2 Kameras. Das zweite Set wird dann also auch gleich 4 Kameras beinhalten, je nachdem wie ausgeprägt das Platzangebot bei Ihnen zu Hause ist. Der eine sagt, du, ich habe eine Tür im hinteren Bereich meines Grundstücks, die muss überwacht werden. Alles andere kannst du von der Straße aus sehen, da muss keine Überwachung her. Da reicht sicherlich Variante 1. Wenn Sie jetzt hier noch ein großes, verwinkeltes Grundstück haben, vielleicht noch eine Garage, Doppelgarage und dergleichen, schwer einsehbar, auch von der Straße nicht, immer so ein bisschen im Schatten, im Dunkel liegend und Sie brauchen ganz einfach 4 Kameras, ist das ohne weiteres auch denkbar. Zeigen wir Ihnen gleich im Anschluss nochmal. Schön ist, dass Sie jetzt hier über diese Zentraleinheit, die Sie gerne irgendwo unterbringen können, aber auch gerne jederzeit wie einen Tablet-Computer mal dabei haben, eben nicht nur im Schlafzimmer, eben auch mit ins Wohnzimmer, mit auf die Terrasse, mit in die Küche nehmen können. Sie können aber hier eben auch mal die einzelnen Kameras durchschalten. Und das alleine finde ich wirklich schon Spitzenklasse, wenn man sich das mal überlegt von den Einstellmöglichkeiten. Jetzt gucken wir mal gerade, schauen Sie mal. Ich habe jetzt mal eben aus den 4 Kameras, die wir hier mit angedockt haben, mal eben kurz das Bild auf eine Kamera gemacht. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das ist die unten links, oder? Stimmt das? Ja, Moment, so. Guck mal, ich muss gerade rauskriegen, welche Kamera das ist. Das ist die unten links von den 4. Sehen Sie hier? Zack, 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 da haben wir es. So, leicht zeitverzögert um 1-2 Sekunden, aber das nimmt man gerne dankbar hin. Jetzt können wir mal die anderen Kameras durchschalten hier. Sie können das übrigens auch hier in der Menüführung jederzeit so einstellen. Komm her. So, wie Sie das eigentlich haben möchten, also auch von der Zeit her entsprechend, welche Kamera ausgelöst wird, ob der Bewegungsmelder mit dazukommen soll, ja oder nein. All diese Möglichkeiten bestehen natürlich, das machen Sie bitte genauso, wie Sie das für richtig halten. Und jetzt schalten wir die Kameras ganz einfach mal durch. Mal gucken, komm her. Schaltest du durch? Ja. Ach so, ich bin bei Lautstärke. Okay, dann muss ich mich nicht wundern. So. So, guck mal hier. Das hier beispielsweise mein Blick, den ich normalerweise zu sehen. Ah! Ja, jetzt habe ich die Lautstärke ein bisschen hoch gemacht. Wir haben nämlich auch hier eine 2-Wege-Kommunikation. Oh, ist ein Bild runter. So, machen wir den mal wieder raus. Da wollte ich hin. Volume leiser und die Kamera nochmal hoch. Das war nämlich die eigentliche Kamera, die ich Ihnen zeigen wollte. So, das ist das Bild, was ich hier normalerweise sehe, von meiner Position aus. Wir schalten ruhig nochmal die dritte Kamera zu. Das können Sie alles einstellen, wie lange die Kamerabilder angezeigt werden. Ja? Wie viele Kameras integriert sind. Wie gesagt, eine ist ohne weiteres möglich. Bis zu 4 kann man hier jederzeit ergänzen, das einfach
ganz hier komfortabel über die Menüführung am Gerät selber einschalten. Das ist übrigens gerade die Nivis an der Kamera 4, die Ihnen da gerade winkt. Oder natürlich auch hier ganz einfach mal alle Kameras zuschalten, sodass man hier ganz einfach auch mal sehen kann, wie spielt sich das im Gesamtgebilde ab. Liebe Zuschauer, das ist Spitzenklasse. Zumal wir jetzt hier also beim ersten Paket für 379,91 von einer HD-Auflösung der Kamera sprechen. Die sind natürlich vollumfänglich Outdoor geeignet und haben eine Reichweite von bis zu 100 Metern. Bitte achten Sie darauf, dass vielleicht nicht unbedingt Säulen oder Mauern oder sowas dazwischen sind. Aber ich glaube, mit 100 Meter Reichweite käme ich ungefähr dreimal über unser komplettes Grundstück drüber. Das Ganze natürlich 150 Meter sogar. Dann hatte ich ihn 50 Meter unterschlagen. 150 Meter Reichweite für jede Kamera. Da werden Sie also sicherlich mal schon mal einen großen Bereich des Grundstückes abdecken können. Voll und ganz outdoorfähig natürlich. Ich schalte die Kameras noch mal kurz durch, damit wir uns da noch mal die Unterschiede anschauen können vom eigentlichen Kamerabild her. Das heißt, hier im Außenbereich sind Sie definitiv auf der sicheren Seite. Das ist das eine. Ich suche mal gerade das Bild raus, wo ich dann zu sehen sein werde. Ja. Diese Zentraleinheit, Moment, das war wieder die Lautstärke, da muss ich hin. Diese Zentraleinheit haben Sie eben hier jederzeit entweder neben dem Bett stehen, dass man also auch mal in der Nacht mal kurz schauen kann. Das, glaube ich, ist das spektakulärste Bild. Da können wir auch sehen, was nebenan da gleich bei der 5-Euro-Show passiert. Schauen Sie mal, Kollegin Kathi ist auch schon für Sie im Studio. Genau. Ich habe dich gerade schon durch die Redaktion laufen sehen. Ja, das war schon eine ganz tolle Angelegenheit durch die Überwachungskamera, die vorne links auf dem Tisch vom Matthias Kastel steht. Ja. Ganz tolle Angelegenheit, liebe Zuschauer. Damit geht es gleich weiter, die 5-Euro-Show mit Vivien und mit der Kathi. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Mädels Power pur. Zurück zu unserem Angebot. Es ist ja häufig so, dass man schon mal nachts um 3 irgendwie wach wird. Man hat ein Geräusch gehört. Kann sein, dass es ein Traum war. Ja, es kann sein, dass mal irgendwas umgefallen ist. Vielleicht war draußen irgendwie ein Dachs unterwegs und hat irgendwas irgendwie gegen die Mülltonne gebollert oder eine Katze oder was, hat eine Maus gejagt, das hat irgendwie gequietscht, davon sind Sie wach geworden. Es kann aber auch sein, dass da gerade jemand versucht mit einem Brecheisen, vielleicht auch 2 oder 3 Personen, vielleicht sogar bandenmäßig organisiert, dass da gerade jemand versucht, Ihnen im hinteren Teil irgendwo mal eine Balkontür aufzustemmen oder mal irgendwas kaputt zu machen oder irgendwie versucht, da in Ihre Wohnung reinzukommen. Und das ist der Moment, wo Ihnen wahrscheinlich dann der Puls innerhalb von 3 Sekunden von 0 auf 180 anspringt. Ja? Schön natürlich, wenn Sie jetzt hier ganz einfach mit einem Blick mal schauen können, was ist Sache. Bevor man sich dann nämlich selbst als Erwachsener, selbst als kräftiger Kerl dann aufschwingt, mit der Taschenlampe in der einen Hand, mit dem Baseballschläger in der anderen Hand und erstmal guckt, hallo, ist da jemand? Da kann es schon zu spät sein, denn Sie wissen nie wirklich, welches kriminelle Potenzial hat dieser potenzielle Einbrecher, der da gerade versucht, ihrer Wertsachen habhaft zu werden. Ja? Super natürlich, wenn ich hier mit einem Blick mal eben kurz schauen kann, was hat tatsächlich hier den Bewegungsmelder der Kamera ausgelöst? Warum bin ich wach geworden? War es vielleicht der Wind, der an der Jalousie gerappelt hat? War es die Katze vom Nachbarn? War es ein streunender Hund oder war es eben der Einbrecher? Ich hoffe, dass es der Hund aus der Nachbarschaft war, der ganz einfach mal neugierig bei Ihnen an der Rolllade geschnuppert hat, dass nichts weiter passiert ist, aber hier haben Sie volle Gewissheit. Und dann können Sie ja wieder rumdrehen und entspannt weiterschlafen. Wenn Sie aber jemanden sehen, können Sie natürlich ganz einfach dann auch direkt vom Bett aus die Polizei alarmieren. Ganz kurz die 110 wählen. Es geht, in der Regel sind die Jungs innerhalb von 2, 3 Minuten bei Ihnen vor der Haustür und glauben Sie mir, so schnell ist wahrscheinlich kein Einbrecher. Den Kerl werden Sie definitiv dran kriegen können. Natürlich lassen sich die Bilder jederzeit speichern, liebe Zuschauer. Sämtliche Anschlussmöglichkeiten sind natürlich jetzt hier um die Zentraleinheit drumherum. Das Schöne ist natürlich, dass wir hier also auch in der Nacht immer noch gestochen scharfe Bilder erkennen können, weil alle Kameras die entsprechende Infrarotvorrichtung haben. Und wir reden jetzt hier zunächst einmal von dieser Basiseinheit, dieser Kontrolleinheit sozusagen, ihrer Zentraleinheit mit allen einstellbaren Funktionen, natürlich auch mit der Überwachungsfunktion, wie lange ein Bild gezeigt werden soll und dergleichen und in welchem Winkel das Ganze gezeigt werden soll für 379,91 mit 2 Kameras plus Zentraleinheit. Wir haben es für knapp 600 Euro, aber auch mit bis zu 4 Kameras mit der PX3750 und der 569. Das Basispaket kommt mit der PX3749 und der 569. Dann gerne auch innerhalb von 2 bis 3 Tagen zu Ihnen. Natürlich alle ausgestattet mit entsprechender Zwei-Wege-Kommunikation, die Kamera ist voll und ganz outdoorfähig, 150 Meter Reichweite per Funk bis zur Zentraleinheit. Damit können Sie alleine schon im Basispaket jetzt hier schon eine fantastische Reichweite generieren. Eben das Basispaket für knapp 380 Euro und hier das Paket mit den 4 Kameras plus Zentraleinheit für knapp 570 Euro. Je nachdem, wie viel Platz Sie zu Hause haben, je nachdem, wie groß das Grundstück ist, je nachdem, wie viele Bereiche Sie überwachen möchten, können Sie sich gerne entscheiden, ob Sie jetzt das erste Paket mit Zentraleinheit und 2 Kameras nehmen oder wenn der Platz oder wenn das Platzangebot ein bisschen ausgeprägter ist, gerne auch die Zentraleinheit mit bis zu 4 Kameras. Wird gerade bei großen Grundstücken zum Beispiel
Beispiel bei verwinkelten Grundstücken und dergleichen, immer wieder gerne gewählt. Ob Sie dann hier auf dem Display ein Bild von einer Kamera anzeigen lassen oder gerne auch im Wechsel alle 4 Bilder durch, mal 10 Sekunden, 30 Sekunden, 2 Minuten, so wie Sie das haben möchten, das ist jederzeit Ihnen überlassen. Die Aufnahmen lassen sich speichern, natürlich direkt auf der Karte, dass Sie auch eventuell mal im Falle eines Einbruchs hier dann also auch mal eine Aufnahme haben von dem entsprechenden Delinquenten. Das hilft der Polizei bei der Ermittlungsarbeit ungemein. Ja. Aber ganz einfach auch die Sicherheit zu haben, dass man hier auch etwas Präventives zu Hause vorfindet. Denn so ein Einbrecher wird sich wahrscheinlich bei 5 Objekten, wovon 4 mit Kamera überwacht sind, dann doch eher das Objekt aussuchen, was nicht unbedingt mit Kamera überwacht ist. Das ist doch ganz klar. Dient also auch der Prävention. Ich glaube, das ist ein Gefühl, ein Maß an Sicherheit, was ich mir persönlich nicht vorenthalten wollte, was ich meiner Familie nicht vorenthalten wollte. Und ich denke, wir sind da absolut in der Argumentation auf Augenhöhe. Denn wenn ich mir diese Statistik, mit der wir diese Sendung begonnen haben, nochmal in aller Ruhe anschaue, und das war eine offizielle Statistik von der Polizei, dann wird mir Angst und Bange. 10% Wohnungseinbrüche, allein die Steigerung hier im Jahr 2015. In diesem Jahr wird die Statistik laut des Herrn de Maizière sicherlich noch mal ein bisschen negativer ausfallen. Es waren knapp 170.000 Wohnungseinbrüche. Alle 3 Minuten wird irgendwo eine Tür ausgehebelt, wird irgendjemand in Deutschland beklaut. Kein Wunder, dass die Versicherungen gucken müssen, wo sie irgendwo bleiben. Ob das dann immer auch alles so ersetzt wird vom Schaden her, ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Also da habe ich doch lieber im Vorfeld ganz einfach vorgesorgt und das mit einem Minimum an finanziellen Mitteln, die ich einsetzen muss, für ein Maximum an Sicherheit. Schauen Sie sich hier bitte nochmal die Aufnahmequalität an. Also das ist wirklich schon Spitzenklasse. Entweder alle 4 Kameras oder auch nur die 2 Kameras im Basispaket angezeigt oder gerne auch im ständigen Wechsel, so wie man das natürlich auch aus dem gewerblichen Bereich, aus den Ladenlokalen, aus den Geschäften her kennt, die ja auch nun doch häufig die Überwachungsanlagen da stehen haben. Und das wirkt natürlich auch ein Stück weit abschreckend, denn wenn jemand eine Kamera sieht, muss er immer davon ausgehen, dass diese Kamera natürlich auch scharf gestellt ist. Das heißt, die Situation natürlich auch entsprechend den Alarm auslöst oder vielleicht auch ganz einfach aufgezeichnet wird. Und wenn ich mich nicht beherrschen kann und greife ganz einfach mal zu und sage, komm mit, du frierst, muss ich davon ausgehen, dass mir irgendein breitschultriger Herr vielleicht beim Verlassen des Ladenlokals dann auf die Schulter schlägt und sagt, hör mal, mein Freund, du kommst mal kurz mit ins Büro, wir müssen mal ganz kurz miteinander reden und zwar unter 4 Augen. Gleiches gilt natürlich auch für den Privatbereich. Also ich glaube, das ist ein Maß an Sicherheit, das Sie haben möchten, nicht nur für sich persönlich, sondern eben auch für Ihre Familie. Ich mag diese Zentraleinheit, ich mag diese Sicherheit ganz einfach mal vom Bett, vom Sofa aus, auch mal beim Grillen auf der Terrasse ganz einfach mal eben kurz zu gucken, warum hat die Kamera ausgelöst, was hat da geklappert. Das ist für mich Sicherheit pur und lässt mich abends sicherlich schneller in den Schlaf kommen und in der Nacht kann ich mich deutlich schneller noch mal rumdrehen, wenn es irgendwo geknackt oder gerumpelt hat, als ich das ohne eine solche Kamera kann. Und der Winter, der kommt erst noch, die dunkle Jahreszeit, wird die Einbrecher sicherlich noch mal um ein Vielfaches mehr auf den Plan rufen. Bleiben Sie bei uns, liebe Zuschauer, die 5-Euro-Show folgt und ich wünsche viel Spaß dabei.